kort tid der går prøverne i gang her på scenen i koncertsalen Altion i Sønderborg. Det er prøverne til Verdis Requiem. Og i spidsen for det hele, der står Mathias Jans. Han er dirigent for Flensburger Bachkor og har i mere end 30 år haft et meget tæt samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester. Med her i aften, der er også Symfonischer Chor fra Hamburg. Og det hele, det skal så munde ud i tre koncerter. Den første finder sted i Altion i Sønderborg, den anden i Deutsches Haus i Flensborg og den sidste i Leishalle i Hamburg. Altså, 90. Christe, Christe. Du bist ja fast mit dem Sønderjyllands Symfoniorchester verheiratet, kann man schon sagen, ne? Ja, das kann man wirklich sagen. Ich bin, glaube ich, der dienstälteste Dirigent bei Sønderjyllands Symfoniorchester. Über 30 Jahre bin ich wenigstens einmal oder manchmal zwei oder dreimal als Dirigent dort und ja, mit großem Vergnügen. Und wie ist die Verbindung über die Grenze eigentlich zustande gekommen damals? Also ich kann mich erinnern, dass der damalige Geschäftsführer, vielleicht kennst du den Namen noch, Billis Bölle, das ist ganz lange her, der kam mal zu mir, besuchte mich, rief vorher an, ob er mich mal besuchen könnte. Und dann fragte er, ja, Sie machen so mit dänischen Chören Weihnachtsoratorium, also Juli-Oratoriet und Messias und so, ob er mich mal als Gastdirigent einladen könnte. Ich sage, gerne. Und dann haben wir einen Termin abgemacht und das Erste, was ich gemacht habe, war, glaube ich, Messiah, also Messias von Händel, mit drei verschiedenen dänischen Chören aus der ganzen Region, ich glaube, bis Helsloo und auch noch weiter nördlich. Und die wurden von verschiedenen Leuten einstudiert und ich studierte das Orchester ein. Und dann kamen die Chöre dazu und dann haben wir den Messias gemacht, mehrmals, drei oder vier Aufführungen. Lögum Kloster, Sönderborg. Aber auch einen in Flensburg, in Nikolai, merkwürdigerweise, in Nikolai. Ja, und dann hat ihm das offensichtlich so gut gefallen, dass dann weitere Einladungen kamen. Und dann kam erst irgendwann die Frage, mal den Bachchor dazuzunehmen. Also zunächst hatte das mit dem Bachchor gar nichts zu tun. Das war nur ich als Gastdirigent. Würdest du die Zusammenarbeit zwischen dem Bachchor und dem Sønderjyllands Symphonieorchester beschreiben? Also ich finde, das ist ausgesprochen herzlich. Da haben sich Freundschaften schon ergeben. Ich habe auch schon einen, der Johann Korsfeld, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist Solobratscher oder einer von den Solobratschern, der hat auch mal im Chor gesungen, weil ihm das so einen Spaß machte. Also das ist ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis zwischen den Mitgliedern vom Orchester und den Chormitgliedern. Also es macht allen große Freude und ich glaube, alle finden das super, dass es hier an der Grenze so eine kulturelle Zusammenarbeit mit dem Orchester und dem Chor gibt. Bei den Proben und zu den Konzerten, was wird da gesprochen? Dänisch, Deutsch, Englisch oder ist Musik einfach die Sprache? Oder? Ja, wie das immer so ist, jedes Orchester findet sie am besten, wenn der Dirigent nicht viel redet, sondern zeigt. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich am Anfang so die ersten zwei Sätze, mache ich eine Begrüßung in Dänisch. God morgen, kære medlemmer af Sønderjyllands Symfonieorchester. Aber dann geht es meistens in Englisch. Weil ja doch der Solo-Posaunist ist Amerikaner und einige können auch nicht so gut Deutsch oder auch nicht so perfekt Dänisch. Die sind dann ganz froh, wenn in Englisch geprobt wird.
viele Dänen wissen vielleicht nicht, was ein Bachchor ist. Also solche Chöre gibt es ja in vielen deutschen Städten. Was ist ein Bachchor eigentlich? Ja, als Felix Mendelssohn 100 Jahre nach der Uraufführung die Matthäus-Passion in Berlin wieder aufgeführt hat, das war also eine praktisch 100-jährige Pause, Bach war fast vergessen. Und da hat er als junger Mann in Berlin die Matthäus-Passion wieder aufgeführt. Und dann begann eine große Bach-Renaissance. Man hat eine neue Bach-Ausgabe gemacht mit den Werken von Bach. Und dann gründeten sich in ganz, ganz vielen Städten solche Bachchöre, manchmal auch zusammen mit einer großen Kirche. Dann war das quasi der Kirchenchor. Aber auch einfach nur, weil man das Werk Bachs aufführen wollte. Und dann hat man den Chören den Namen Bachchor gegeben. Also in Schleswig-Holstein gibt es den Flensburger Bachchor, glaube ich, Rendsburg ist auch ein Bachchor, Neumünster, Lübeck, also in Schleswig-Holstein fallen mir allein 4 ein. Und so ganz viele, überall in Deutschland gibt es Bachchöre. Und das war einfach die große Hochachtung vor diesem großen Komponisten. Und deswegen haben die Chöre sich nach seinem Namen genannt. Aber das heißt jetzt bei uns nicht, dass wir nur Bach singen, gar nicht. Wir singen Verdi, Benjamin Britten und alles, das ganze Repertoire. I 2012 der fik Matthias Jerns tildelt Dannebrogordenen af dronning Margrethe, og det gjorde han for sin mangeårige indsats for det musikalske samarbejde hen over den dansk-tyske grænse. Koncerterne de finder sted fredag den 22. november i Sønderborg, lørdag den 23. november i Flensborg og til sidst søndag den 24. november i Hamborg.